bist und bliebst im Mingasil, Victoria Mihel. Ja, ich habe das nach dem letzten Spiel gegen Würzburg habe ich schon gesehen, wie emotional für Tobias Wielers ganze Sache war, und er hat da Tränen in den Augen gehabt, und ich habe gedacht, er hat mehr verdient als einfach nur Spiel abgepfiffen und das war's, und deswegen habe ich ihn heute auch von Beginn an spielen lassen, und genau das, diese Abschied zu würdigen sozusagen, weil so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als sonst für die Möglichkeiten, die wir haben, ohne Zuschauer ist leider so. Und deswegen diese Sache habe ich schon unmittelbar nach dem Würzburg-Spiel habe ich schon gedacht, dass ich das so mache. Und vor allen Dingen das mit dem Alex Höck, der 18-Jährige, der eingewechselt worden ist, für ihn so eine Art Generationwechsel. Und deswegen die Entscheidung ist schon vor ein paar Tagen gefallen. Du bist und bliebst im Mingasil, Victoria.